Im letzten Teil trainieren wir unseren Bauch. Wir legen uns flach auf den Rücken, stellen beide Fersen auf, drücken unsere Lendenwirbelsäule fest in den Boden, spannen den Bauch schon mal an. Kopf und Schultern lösen, Hände gehen an den Kopf. Achte darauf, dass zwischen Kinn und Brust immer eine Faust Platz hat. Die Hände sind nur dafür da, den Kopf zu stützen. Ellenbogen bleiben außen, Bauch bleibt fest. Okay, wir starten auf zwei, es geht. Hoch und tief. Hoch und tief. Davon noch vier. Noch drei. Lendenwirbelsäule bleibt die ganze Zeit unten und die ganze Zeit den Bauch anspannen. Gleiches Tempo zur Seite. Hoch, tief, andere Seite. Hoch, tief, wechsel. Noch zwei. Letzter. So, wir gehen wieder zur Mitte. Tempo. Hoch. Hoch. Noch vier. Drei. Zwei noch. Und das Ganze wieder zur Seite. Hoch. Wechsel. Stell die Fersen richtig fest auf die Matte. Reindrücken. Bauch fest. Noch acht mehr. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei noch. Okay, wieder auf zwei nach oben. Zur Mitte. Tief. Hoch. Tief. Tempo bleibt. Wir gehen nach oben. Zur Seite, Mitte und tief. Mitte, Seite, Mitte, tief. Hoch, Seite, Mitte und ab. Komm, hoch, Seite, Mitte, tief. Denk nochmal daran, zwischen Kinn und Brust eine Faust Platz lassen. Nicht den Arm Kopf abreißen. Die letzten vier. Noch drei. Zwei mehr. Letzter. Tempo zur Seite, nur nach rechts. Wir bleiben rechts. Hoch, tief. Noch vier. Drei. Zwei noch. Linke Seite. Hopp, hoch, tief. Hoch, tief. Vier, drei, zwei noch, es geht wieder nach rechts, wer mehr möchte, Bein dazu. Wenn es geht, den Fuß nicht wieder auf dem Fußboden abstellen. Noch zwei und wir wechseln, linke Seite, hoch, hoch. Die letzten vier. Drei, zwei noch, okay, und einmal abstellen, einmal locker lassen, tief in den Bauch atmen, okay, die Lendenwirbelsäule wieder nach unten drücken, wir nehmen beide Beine 90 Grad nach oben, lösen wieder Kopf und Schultern. Die Hände diesmal neben die Beine ausstrecken, Rücken runter, fang an mit kleinen, kurzen, hoch, tief, hoch. Kleine, kurze, mini oben bleiben. Kurze, kommt ganz viel Spannung in den Bauch.
Halte oben, halten, die Hände von vorne an die Oberschenkel, noch mehr den Rücken runterdrücken. So, und wir drücken mit aller Kraft, die wir haben, unsere Hände in die Oberschenkel. Halten, ganz wichtig, nicht aufhören zu atmen. Komm, ein paar Sekunden geht noch. Drück den Rücken runter, Spannung in den Bauch, atmen, die letzten vier, noch drei, noch zwei und einmal locker lassen. Den Bauch wieder ein bisschen strecken. Okay, nächste Runde. Wir nehmen die Beine wieder 90 Grad nach oben, lösen den Kopf und die Schultern wieder vom Boden, drücken den Rücken nach unten, Hände wieder an den Kopf. So, die Beine gehen jetzt langsam auf zwei. Ran und weg. Ran. Beim Ranziehen den Popo richtig vom Boden anheben. Schieb die Beine nicht zu weit nach hinten weg. Rücken soll unten bleiben. Komm, langsam ran und weg. Allerletzten vier. Noch drei. Noch zwei. Allerletzter. Okay, einmal rangezogen halten. Komm, löst den Popo vom Boden. Halten die letzten paar Sekunden. Schaffen wir noch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und lösen. Gut, einmal die Beine ganz lang machen, die Arme mal lang. Tief durchatmen. Gut, wir drehen uns auf die Seite. Strecken unsere Beine aus. Den unteren Arm nach vorne ablegen. Ganz entspannt. Die Beine anheben. So hoch wie es geht, die bleiben in der Luft. So, anderen Arm entweder an den Kopf oder aber, wenn du magst, kannst du ihn über den Beinen ausstrecken. Okay. Hände unter den Kopf. Nur der Oberkörper geht. Hoch, tief, hoch, tief. Achte darauf, dass du dich nicht mit dem unteren Arm nach oben drückst. Die Kraft kommt hier aus der Seite, nicht aus dem Arm. Hoch. Sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei, oben halten. Kommen die Beine noch ein bisschen höher. Halten, halten. Hier, alle Spannung hier in die Seite. Die letzten, vier, drei, noch zwei und einmal locker lassen. Zieh die Beine ran. Gut, das Ganze mit der anderen Seite. Wir drehen uns um. So, auch hier die Beine wieder lang, den unteren Arm nach vorne entspannt ablegen. Andere Hand wieder entweder an den Kopf oder über die Beine. Es geht hoch und tief. Wir arbeiten wieder in die Seite rein. Beine bleiben in der Luft. Und achte auch hier nochmal darauf, sich nicht mit dem unteren Arm nach oben zu drücken. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, wir halten oben, die Beine höher, halten, wir spannen die Seite an, alle Kraft, die allerletzten, noch 4, 3, 2 noch und locker lassen. Kurze Pause. So, zum Abschluss machen wir eine Übung für den Rücken. Denn ohne einen kräftigen Rücken haben wir auch keinen kräftigen Bauch. Gehört immer zusammen.
So, die Beine ausstrecken, die Arme ausstrecken. Lange Arme, lange Beine. Die Nase zeigt nach unten. Gut, wir heben im Wechsel diagonal Arm und Bein an. Es geht hoch, hoch. Halten. Halten. Ganz langer Arm, ganz langes Bein. Halten die letzten paar Sekunden auf der Seite. 3, 2, 1. Und einmal noch die Seite wechseln. Noch 3, 2, 1. Und locker lassen. Ganz ablegen. Gut, einmal die Hände neben der Brust aufstellen. Komm nach hinten, mach dich einmal klein. Ruhig den Kopf ablegen. Und dann langsam aufrichten. Gut, das war der Workout-Teil. Im letzten Teil beim Cooldown dehnen und stretchen wir nochmal unsere Muskulatur, um diese zu lockern.